Wenn die Bibel von Felsen und von Bergen redet, dann redet sie von Nöten, von Schwierigkeiten, von Realitäten, die in einer kaputten Welt völlig normal sind. Und es gibt ein Mittel, es gibt ein kraftvolles Mittel gegen die Realität, bevor es geht, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und heute Abend werde ich die eine oder andere Geschichte erzählen, wie das ganz praktisch funktioniert, wie ich das immer wieder vom Missionsfeld heraus erlebe. Darum der Titel, sei nur stark und sehr mutig. Und ich meine, ich rede ja zu Rheintaler. Ich meine, ihr seid schon stark und sehr mutig, oder? Aber vielleicht gibt es der einen unter euch, der noch etwas Luft gegen oben hat und ihr könnt noch ein bisschen mutiger und noch ein bisschen stärker werden. Zu wem hat Gott das gesagt, sei nur stark und sehr mutig? Zum Josua. Ich habe euch ein altes Foto mitgebracht vom Josua und von Mose. Das ist mit einer ganz alten Kamera aufgenommen worden, mit schwarz-weiß. Wir sehen hier den Mose, der Josua segnet. Der Mose hat nicht ins neue Land hineingehen und Gott hat gesagt, nein, Mose, du hast den Felsen mit dem Stab geschlagen, wo Jesus selber ist, darum musst du da bleiben. Aber dein Nachfolger, der Josua, darf ins verheißene Land eintreten. Und jetzt musst du dir das vorstellen. Da hast du so einen XXL, so einen XX Large Leader, so einen XX Lutz Leader wie der Mose. Ein Mann, der über 1 Million Hebräer aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aufs Rote Meer, in die Wüste führt. 40 Jahre lang hat er vom Himmel oben aber Essen regnen lassen. Er ist ein Mann, der Wunder und Zeichen gesehen hat. Fürsäule, Schattensäule. Er ist ein Mann, der mit Gott wie zu einem Freund geredet hat. Die Bibel sagt, von Angesicht zu Angesicht haben die zwei sich unterhalten. Ist das nicht krass? Eines Tages, wenn Jesus in deinem Herzen ist, werden wir in der Ewigkeit mit Gott von Angesicht zu Angesicht miteinander uns unterhalten. Was ist das für ein Privileg? Eine Ewigkeit lang. Darum ist es so wichtig, wie wir uns auf der Welt da unten entscheidend. Und dann, was ist es? Hat Gott einmal einen schlechten Tag gehabt? Der hat gesagt, jetzt mache ich mit den sturen Hebräern, den mache ich sogar aus. Dann geht der Mose zu Gott und redet mit ihm und sagt, aber stell dir vor, bring sie bis so gut nicht um. Was sollen nur die Völker von dir denken, wer du bist? Und dann hat er sich einladen gelassen, er hat sie nicht umgebracht. Und das war der Leiter. Der Leiter mit einer Schuhgröße Mose, 45 bis 48, nehme ich an. Josua, Schuhgröße 35. Und jetzt musst du dort reinstehen, in die überdimensionalen Schuhe. Natürlich hat der Josua Angst gehabt. Natürlich war es unwohl gewesen. Er musste in ein neues Land hineingehen. Und ich glaube, einige von uns sind in diesem Jahr dran, in ein neues Land von Gott hineingeführt zu werden. Wie der Josua. Josua hat ein neues Land hinein, Gott hat verheißen. Milch und Honig wird flüssen in diesem Land. Aber es wird auch ein paar Riesen haben, gegen die musst du kämpfen. Aber ich verheiße dir, hab nur Sorge und sei mutig und sei stark, dann wirst du Riesen fressen wie Brot. Ist das eine Zusage? Für die, die glauben. Und dann heißt es, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und fest sein sollst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Weißt du, dass der Herr, dein Gott, seit du Christus in dein Leben aufgenommen hast, er ist mit dir, der Heilige Geist, der Parakletos. Das ist ein griechisches Wort, wo heißt Para, heißt nebenbei gestellt. Kletos heißt einer, der herbeigerufen wurde, um bei dir zu sein, mit dir zu sein, durch dich, durch das Leben zu gehen. Ist das eine Zusage? Ist das ein Händedruck vom Himmel? Meine Güte, ich arbeite ja in über 70 Nationen, wo Christen verfolgt werden. Mein Daily Business sind schwierige Geschichten. Ich hätte schon längst aufgehört zu arbeiten, ich wäre schon längst in einem Burnout, wenn ich nicht wüsste, der Heilige Geist ist die unsichtbare Dreieinigkeit Gottes, die mit mir durchs Leben durchgeht. Heute haben sie mir in Afrika das Auto gestohlen. Gestern ist mir in Afrika ein Flugzeug abgestürzt mit all unseren Hilfsgütern drin. 6 Tonnen waren einfach in Rauch und in Feuer aufgegangen. Zu Gott, Gott sei Dank, der Crew und der Pilot hat überlebt. Aber das ist so ein bisschen meine Welt, die ich bin. Und dann kommen die Anrufe von Christen, die verfolgt werden, die verhauen werden, die umgebracht werden, die ins Gefängnis gesteckt worden sind, die verschwunden sind in Jemen, die nicht mehr auftaucht worden sind. Andere haben sie erhängt auf einem Dorfplatz, einfach durch Abschreckung. Wir sollen ja nicht den gleichen Fehler machen und auch Christ werden. Und in dem Ganzen drin sagt Gott, hab keine Angst, sei mutig, ich bin bei dir bis an das Ende der Welt. So etwas Gutes. Und dann sagt er noch etwas im Josua. Nicht nur das, Josua. Gang und nimm neues Land ein. Nimm neues Land ein, Josua. Und ich garantiere dir, du wirst nicht nur mutig und stark sein müssen. Ich werde dir das neue Land geben, wo du in Milch und Honig darfst baden, wo du darfst. Ich denke, ja, du mich nicht durcheinander bringen damit. Also ich sage das dann schon, wenn du musst, leider, gell? Er hat gesagt, ich gebe dir, Josua, ich gebe dir drei Schlüssel. Drei Schlüssel, wo du nicht nur mutig und stark sein sollst, ich gebe dir drei Schlüssel, wie du erfolgreich wirst sein, wenn du das neue Land einnimmst. Schlüssel Nummer 1. Und das sind geistliche Prinzipien, die funktionieren seit Jahrtausenden bis ins 21. Jahrhundert. Das funktioniert für dich, funktioniert für mich. Das heisst, dort, Josua, tu nicht vom Wort Gottes abkommen, weder zur Linken noch zur Rechten, sondern bleib in einer heiligen Sturheit. Nimm das Wort Gottes als eine Bedienungsanleitung. Nimm das Wort Gottes als einen Kompass für dein Leben. Biss dich im Wort Gottes fest, wie der Pitbull Terrier im Wald vom Pöschner. Biss und lass nehmen los. So müsst ihr das Wort Gottes lesen. Da steht es geschrieben. Über 4700 Verheißungen und Wahrheiten und Zusagen, die Gott uns gibt. Darum sagt er, verzage nicht, egal wie deine Lebenssituation ist.
Er sagt, wich nicht vom Wort ab, weder zur linken noch zur rechten, dann wirst du erfolgreich sein. Schlüssel Nummer 2 hat er gesagt, lass das Wort von Gott regelmäßig über deine Lippen rausgehen. Tu das Wort Gottes laut beten, tu das Wort Gottes laut lesen, tu das Wort Gottes laut weitergeben, gib Zeugnis vom Wort Gottes, tu das Wort Gottes lehren, denen, die es nicht kennen. Es heisst sogar, in der Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 heisst es, wie überwindet man das Böseste vom Bösen, was einem im Erdau kann? Das heisst, wenn du an das Blut vom Lamm glaubst, das heisst, wenn du glaubst an das vollbrachte Werk von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, wenn das dein Fundament ist und durch das Zeugnis vom Wort Gottes, wirst du überwinden. Darum ist das Wort Gottes so kraftvoll und so wichtig, dass wir es in allen Lebenssituationen anwenden. Und das dritte, der dritte Schlüssel, den Gott uns gibt, wenn du, egal in welchem Lebensbereich, in der Ehe, mit der Familie, mit dem Kind, an der Arbeit, wo auch immer du bist, willst du erfolgreich sein, dann sollst du Tag und Nacht über dem Wort Gottes meditieren und nachdenken. Das gleiche Wort meditieren im Hebräischen, in der Bibel, ist das gleiche Wort wie für eine Kuh, die 4 Mägen hat und während 8 Stunden Gras kaut, wiederkäut, auf, ab, bis es ein Teil von dir ist. Die Bibel sagt, tu ein Wort Gottes meditieren, bis es ein Teil von deinem Herzen ist. Und dann darfst du all die Verheißungen, darfst all die Wahrheiten im Herzen glauben, mit dem Munde bekennen. Und du wirst sehen, wie das Wort Gottes ausgeht, nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu es berufen ist. Ganz einfache Prinzipien, aber die funktionieren. Ich habe sie ausgetestet, ich habe sie probiert, es funktioniert. Es funktioniert auch in deinem Leben. Sei nur mutig, sei stark. Gott ist mit dir, aber weck das Wort Gottes an in deinem Leben, wo auch immer du bist. Dass ihr mir glaubt, habe ich das mitgenommen. Das war ein Hobby von meinem ältesten Sohn, der Elisha. Er tut schön winken. Da ist er. Ein bisschen höher. Jawohl, genau, danke. Und zeige mal die nächste Seite. Voilà. Das ist ein Lego Porsche 911 GT3 RS. Das interessiert nur Männer. Frauen können einfach weglassen. Ihr könnt mit den Gedanken jetzt im Pferdebau. Das ist nur für die Männer unter uns oder Technikinteressierte. Nein, es hat ein Prinzip dahinter. Und ich glaube, der Lego Porsche 911 GT3 RS, nächste Slide, den kriegst du mit seinen 2704 kleinen Plastikteilen. Das Teil kriegst du nicht zusammen. Jawohl, das nächste. Ja, der. Das Teil kriegst du nicht zusammen, wenn du nicht glasklar nach Bedienungs-, nach Lego-Bibeln mit 1600 plus Seiten gehst. Wenn du nicht Seite für Seite und Plastikteile nach Plastikteile gehst, dann hast du am Schluss kein Porsche 911 GT3, sondern dann hast du ein indisches Tuk-Tuk oder du hast irgendwie ein VW Käfer. Aber ganz sicher kein Porsche 911. Und jetzt musst du dir vorstellen, unser Leben. Ist unser Leben nicht viel komplizierter? Ist unser Leben nicht viel komplexer als Lego-Technik? Jawohl, es ist viel komplizierter. Aber wenn Menschen nicht die Bedienungsanleitung vom Leben tagtäglich für ihr Leben gebrauchen und anwenden für ihr Leben, dann musst du nicht wundern, wenn du in deinem Leben etwas in die Tuk-Tuk bist und kein Porsche 911 mit 600 oder mehr PS unter der Hube. Wir Christen müssen Männer und Frauen sein mit PS unter der Hube. Wir müssen das Evangelium mit Hand und Fuß auf den Boden bringen. Wir sind diejenigen, die Jesus gesagt hat, wie der Vater mich geschickt hat, so schicke ich euch. Der Vater hat mich geschickt, Zeichen und Wunder zu. Der Vater hat mich geschickt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich kann dreimal raten, wer heute auf dieser Welt ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich kann dreimal raten, wer heute auf dieser Welt ist, um die Zeichen und um die Wunder zu tun, die Gott von uns will. Das ist das bist du, das bin ich. Jeder wiedergeborene Christ, jeder Mensch, der sich demütig hat, der gesagt hat, ich glaube, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist gestorben, er ist überstanden und er lebt. Und er glaubt es von ganzem Herzen. Er lebt eine Geburt von oben. Der Geist Gottes nimmt Wohnung in dir. Es gibt eine neue Geburt, du bist eine neue Kreatur. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Du bist ausgestattet mit Autorität und Vollmacht vom Himmel oben runter, um auf dieser Welt das Licht von Gott auszubreiten. Das Licht in der Finsternis. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er weggegangen ist, hat gesagt, jetzt seid ihr das Licht von dieser Welt. Und er hat nicht gesagt, you are this little light of mine. Er hat nicht gesagt, du bist das Kerzchen in der Höhe, was verblasst mit kleinsten Stürmeln. Nein, er hat gesagt, du bist die fette, dicke Statue vom Berg, wo scheint. Du bist die Lichtflutanlage für mich auf der Welt. Das bist du, wenn du Jesus in dir hast. Glaubst du das? Drum, sei nur mutig und stark. Der Josua hat es nicht geglaubt. Aber Gott hat ihm 6 Mal müssen sagen, Josua, sei nur mutig und stark. Und dann kommt es gut. Bleib mit dir. Bis an das Ende der Welt. Es gibt so eine biblische Figur, die gefällt mir. Der König Hiskia. König Hiskia ist einer von den wenigen guten Königen gesehen, die Israel hatte. Der gute Mann ist mit 25 in die Macht gekommen, hat 29 Jahre hat er dient. Ein guter König. Ein guter König, wir sind Königskind, hat immer einen Widersacher. Du kannst 1000% sicher sein, es gibt immer einen Widersacher in deinem Leben. Aber der König Hiskia, der ist vom König Sanherib, dem König von Assur, das ist das heutige Syrien. Vom heutigen Syrien ist der König von Assur, Sanherib ist gekommen. Jahr für Jahr, dem König von Israel, von Jerusalem, hat er hunderte von Kilo Gold und Silber, hat er quasi als Steuern aus Jerusalem abgezügelt. Bis zu dem Tag, wo der Hiskia kein Gold und kein Silber mehr hatte. Der Druck war massiv. Dann hat er die 2 grossen Tempeltore genommen, ausgehoben und hat sie dem König Sanherib überreicht. Und am Tag, wo kein Gold und kein Silber mehr in Jerusalem war, hat Hiskia die Schotten dicht gemacht und der König Sanherib kommt mit über 200.000 Soldaten umzingelt die Stadt Jerusalem, schickt 2 Boten auf Jerusalem rein zum König Hiskia und dann hat er den Brief genommen, hat den Brief gelesen und dort drin steht, du hast 2 Möglichkeiten.
Die eine Möglichkeit ist, du ergibst dich und kommst in die Sklaverei nach Nineveh, das ist die heutige Mosul im Irak. Oder wir hungern dich aus und nachher bringen dich um. Also du kannst entweder langsam sterben oder schnell sterben. Was willst du machen in solcher Situation? Willst du sagen, nein, ich bleibe mutig und stark? Vielleicht, ja. Wenn du Wortgründer bist, wie der König Hiskia, bleibst du vielleicht mutig und stark. Und was hat er gemacht? Der König Hiskia hat gewusst, was das Wort Gebet auf Hebräisch bedeutet. Das Wort Gebet auf Hebräisch ist aufgeteilt in zwei Wortwurzeln. Die eine Wortwurzel ist das Wort Tefillah. Tefillah, und das funktioniert bis heute, heisst so viel wie vor Gott etwas ausbreiten, analysieren und nach der Analyse eine Entscheidung treffen. Ich entscheide, nachdem ich darüber studiert habe, was das Problem ist, was der Berg ist, was die Not ist. Ich analysiere es und entscheide, ist es gut, ist es falsch, was ist gut und was ist richtig, was ist falsch. So sollen wir an das Gebet herangehen. Das zweite Wort vom Wort Gebet auf Hebräisch ist das Wort Pilal. Pilal heisst so viel wie der Richter oder den Richter rufen oder der Richter, der kommt und Wahrheit spricht. Und das Krumme gerade macht, was aus Rand und Band ist in göttliche Ordnung bringt. Und dann hat der König Hiskia das gemacht. Er ist nicht verzweifelt an den Berg, auf den Schwierigkeiten. Er ist gegangen und hat darüber meditiert. Er hat studiert, er hat gebetet darüber. Und dann ist ihm etwas aufgefallen. Das Problem ist nicht, dass er uns alles Gold und Silber gestohlen hat. Das Problem ist nicht, dass er uns umbringen will. Sein Problem ist, er hat den lebendigen Gott lächerlich gemacht. Und das geht nicht. Er hat blasphemiert, er hat Gott lächerlich gemacht. Denn was macht Hiskia? Ein Schlaukönig. Er geht zum Prophet, zum Jesaja und sagt, Jesaja, du bist der Prophet, der Vollmächtige vom Wort. Er hat das Problem, der Sanherib. Er hat unseren König lächerlich gemacht. Er hat unseren Gott lächerlich gemacht. Sprich ein Wort gegen Sanherib. Und der Jesaja, der Prophet, spricht ein Wort gegen Sanherib. Das Wort Gottes geht aus. Und in dieser Nacht schlägt der Engel vom Herrn 185'000 Soldaten. Die restlichen Soldaten rennen zurück auf Mosul, auf Nineveh, zusammen mit dem König Sanherib. Sanherib geht rein in den Tempel, betet seine falschen Götter an und während der Anbetung der falschen Gottheiten kommen seine zwei Söhne und bringen den eigenen Vater um. Innerhalb von 48 Stunden ist das Königreich von Sanherib am Bodensee. Und egal, welche Kraft sich gegen dich aufmacht, sei nur mutig und stark. Egal, was gegen dich kommt, egal, welcher Berg das ist, egal, welche Herausforderung in deinem Leben ist, steck nicht den Kopf in den Sand. Nein, nimm das Zeug. Du es analysieren, du meditierst darüber, du mit Gott darüber reden und dann schau es richtig, was falsch ist und dann gang und sprich Wahrheit rein. Dort rein hat es 4700 Wahrheiten und Verheißungen. Stell dir vor, wo du darfst im Herzen glauben, mit dem Munde bekennen und das Wort rausgehen wie ein Hammer, der Felsen zerhaut. Das nächste bitte. Lukas 13, 31. Jesus ist das absolute Vorbild, was Kühnheit angeht. Da kommt die Pharisäer auf den Jesus und sagen, auf, geh fort von da, der Herodes trachtet dir nach dem Leben, er will dich umbringen. Ich habe mich auch schon gefragt, was würde passieren, wenn jemand an mein Leben möchte? Wie würde ich damit umgehen? Jesus hat es vorgemacht. Er hat gesagt, Jesus erwiderte, geht und sagt diesem Fuchs, heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Jawohl, am dritten Tag, wo er verstanden ist, wo er aus dem Grab rausgekommen ist, wo er nachher 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht hat, wo er ab in die Herrlichkeit Gottes ist und wo an die Pfingsten Kraft von Gott hineingebrochen ist und alle ausgerüstet haben, die an ihn glauben und er wächst als Feuerflamme, als Fackel für Jesus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus dem leider nicht aus dem Kanton Graubünden, aber aus dem Alpsteingebiet. Aber ich habe noch nie so viele Steinböcke vor Augen gesehen. Ich kann aber lernen von den Nationalparkwächtern im Kanton Graubünden. Das sind Leute, die eben die Steinböcke die von Zeit zu Zeit mal untersuchen, wie gesund oder wie nicht gesund sie sind, durch so ein Eis betäuben. Und dann kommt das Blut abgenommen und dann kriegt sie so einen Chip ins Ohr. Dann tust du in eine Kiste, in eine Holzkiste, fliegst sie rauf in die Berge und dann musst du vorstellen, dann kommen die wieder zu sich. Und das sind 150 bis 2 Kilogramm schwere, 300 PS starke 4x4 Subaru. Die wollen aus der Kiste rauskommen. Die verrupfen fast die Kiste. Und ein Nationalparkwächter mit Erfahrung weiß, wie das funktioniert. Der geht nicht den Schieber so langsam rauf, knüllt unten her, geht mit rechter Hand, geht rasch hin und greift den Steinbock an den Horn und ruft ihn mit aller Kraft zu sich. In dem Moment, wo er zu sich reißt, geht das Teil auf Bremse und dann kannst du ihn rausziehen, ganz einfach raus. Und wenn er raus ist, ist er am Klapsusbüttel und er hoppelt davon. Wir Christen sind so Nationalparkwächter, die für Ruhe und Ordnung in der Schweiz und in den Ländern schauen. Und wir rennen nicht von dem Problem davon. Nein, wir greifen Steinböcke an den Horn, wir greifen den Stier an den Hörner, wir reißen das Zeug an unser Herz her und dann bearbeiten wir es mit dem Wort Gottes verständlich. Das ist die Haltung von uns Christen. Wir rennen nicht davon von dem Problem. Nein, wir stellen uns das Problem und wir sprechen zu den Bergen, bis die Berge sich einfach versenken im tiefsten Punkt vom Meer. Das nächste. Jawohl. Das ist für mich so eine Geschichte, wo mein Leben, mein Glaubensleben vor
schon bald 2 Jahrzehnte zurück, aber völlig verändert hat. Ich bin in Malawi gewesen. Malawi hat Hungersnot gehabt. Wir sind dort eingeladen gewesen, eine Konferenz. In dieser Konferenz hätten wir sollen, ja, einfach mitmachen. Aber ich gesagt, das ist Hungersnot, wir können nicht einfach in eine Konferenz gehen. Dann haben wir Lebensmittel, Mais und Bohnen und Öl gesammelt, einkauft, überall her, viel überteuert. Dann haben wir gesagt, Jesus, bitte, Jesus, zeig uns, wo ist die Person mit der grössten Herausforderung hier im Land? Dort, wo die Not, am Hunger, am grössten ist. Und dann haben sie uns vom Gebetshaus in Blantyre gesagt, geh in den Norden rauf. Wir wissen, das ist eine junge Frau, eine Ex-Muslima, die kümmert sich um Tausende von Leuten, die verhungert sind. Wir haben nicht gewusst, dass das der Tag war, wo wir uns auf die Socken gemacht haben, 1,5 Tonnen Mais und Bohnen und Öl. Das ist der Tag, wo die 26-jährige Chifundu, Ex-Muslima, hat sich kümmert um Haufen Leute und der Tag ist gekommen, wo sie kein Futter mehr, kein Essen mehr in ihrem Teller hatte. Das ist der Tag, wo sie gesagt hat, Jesus, wenn ich sterben muss, wie all die anderen, die verhungert sind, ich bin bereit zum Gehen. Aber wenn ich dein Wort richtig verstehe, dann steht in Matthäus Kapitel 6, ich als gläubiger, wiedergeborener Mensch soll mich nicht kümmern, was ich anlege, was ich esse und was ich trinke. Um solche Sachen kümmern sich Menschen, die ich nicht kenne. Ich kenne dich aber persönlich. Dann hat sie etwas gemacht, was ein Ex-Muslim nie machen würde. Sie hat das Wort Gottes in die Bibel genommen, am Boden gelegt, ist aufgestanden und gesagt, und das ist mein Fundament. Denn im Korintherbrief heißt es, Himmel und Erde vergönnt. Aber meine Verheißungen vergönnt nicht. Dann hat sie gesagt, Jesus, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder gibt es einen Klapp von der Tasche und Himmel und Erde gibt es nicht mehr. Oder du organisierst uns jetzt Essen, und zwar für 3.500 Leute. Eine Stunde später sind wir mit 1,5 Tonnen Mais und Bohnen vor ihrer Lehmhütte nach, und wir haben sie vorher noch nie gesehen und nicht gekannt. 2 Tage später von Mosambik her 30 Tonnen Mais und Bohnen und Öl. 2 Wochen später nochmal 28 Tonnen Mais und Bohnen und Öl vor ihrer Lehmhütte abgeladen. Ihre Lehmhütte hast du gar nicht mehr gesehen. Durch den sturen Pitbull-Terrier-Glauben von dieser jungen Frau ins Wort Gottes und einen lebendigen Gott hat sie während 6 Monaten 3.500 Menschen am Leben behalten, bis sie nächste Ernte eingefahren worden ist. Das sind für mich Glaubenshelden. Und die Geschichte von dieser Frau, die hat mich wirklich etwas gelehrt. Wenn du erfolgreich sein in dem Land, wo du unterwegs bist, sei mutig und stark. Meditier darüber, sprich es regelmäßig aus und biss dich fest, schau zur Linken und links zur Rechten. Das ist alles, was du brauchst. Das Nächste bitte. Wir haben ja so vom AVC aus, Aktion für Christen Notlieren, die haben so verrückte Leute, die gehen bis ans Polarmeer rauf mit diesen Kisten hier, mit diesen Panzern und bei minus 60 Grad. Und vor etwa 4 oder 5 Monaten hört so ein Fahrzeug auf, funktioniert der Motor, stottert und stirbt ab. Und dann musst du schnell sein. Wenn der Motor nicht läuft, dann friert das Ganze rein und dann kannst du quer drücken, dann kommt niemand zu laufen. Und jetzt bist du bei minus 60 Grad, du hast noch eine Stunde, bis es dunkel wird und du weißt nicht, wieso dass der Motor aufgehört hat. Aber einer weiß. Einer weiß alles. Der, der gestern war und heute ist, der weiß schon, was morgen kommt. Und sie sind im Gebet. Sie sagen, Jesus, wo ist das Problem? Zeig uns, wo ist das Problem? Der hat einen verschwommen. Wie durch ein Milchglas, durch ein Bild. Gott redet häufig auch durch Bilder. Hat er gesehen, so eine Düse vom Motor, die abgebrochen ist. Und er kriecht unter dem Motor runter, unter das Auto, unter das Gefährt runter. Und er findet das Teil. Tut es auswechseln und der Motor funktioniert wieder. Das ist Management by Heaven. So praktisch mit Gott. Das ist aber nicht mehr praktisch in Sibirien, das ist aber praktisch auch in Altstädten. Gut, ihr brauchen es nicht, ihr seid so mutig und so stark. Aber alle anderen Schweizer brauchen es. Okay, das Nächste. Ich muss ein bisschen galoppieren. Myanmar, Militärkunde, verfolgt Minderheiten. Wer geht und steht für die Minderheiten? Christen. Sie legen sich tagelang auf den Boden, singend und bettend und lesend Wort Gottes. Und die Polizei kommt mit den Handys, filmt sie, zwischendurch führt sie ab und sie haben nicht Angst. Sie bleiben dort, mutig und stark, weil ihr Leben in den Händen des lebendigen Gottes ist. Das Nächste. Ich möchte dir etwas zeigen von Indien. Ein kleiner Film. Zeig dir mal. Der hat ja noch Ton, aber... Ja. Eine Stunde vorher. Eine Stunde vorher hat aus einem Gottesdienstraum sind radikale Hindus gekommen, haben Christen rausgeholt, ein Mann mit der Axt abgeschlagen, der liegt da in seiner Blutlache. Und was ist die Reaktion der Christen? Sie versammeln sich, sie gehen auf die Straße singen. Ihr könnt uns schlagen, bis ihr müde werdet. Wir werden aber nicht müde, unseren König gross zu machen. Wir werden nicht müde, unseren Jesus gross zu machen. Das ist Kühnheit. Das ist Kühnheit, die der Geist Gottes gibt. 2. Timotheus 1,7 sagt Gott, hey, was habe ich dir für einen Geist gegeben? Ein Geist von Furcht? Oder Verzagtheit? Nein, ich habe dir gegeben, den Geist von Kühnheit, von Mut, von der Besonnenheit und von der Liebe. Das Nächste. Dieser vermeintliche Gottesdienst ist ein friedlicher Protest vor dem Regierungsgebäude eines indischen Bundesstaates. Der Anlass dazu ist Verfolgung. Der Protest richtet sich gegen diese brutale Attacke. Der Mob hat 66 Christen brutal verprügelt und verlässt, unmittellos aus ihrem Dorf vertrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, und weitere Lieder singen die Christen als Protest und bitten für ihre Verfolger.
66 Christen, die mit Schattisgar während dem Gottesdienst auf die Straße rausgenommen hat, verprügelt hat, nackt ausgezogen hat und nackt in den Dschungel geschickt hat. Was war die Reaktion der Christen gewesen? Hunderte haben sich versammelt vor einem Regierungsgebäude und haben stundenlang Gott gelobt und Gott gepriesen. Das ist eine heilige Revolte, wenn das passiert. Das ist Kühnheit, das ist Mut. Weißt du, im 1. Petrus 4,14 heißt es, wenn du um meines Namens willen verfolgt wirst, dann kommt der Geist vor Herrlichkeit auf dich. Und das ist eben kein Märchen, die erleben das. Und wenn der Geist vor Herrlichkeit kommt, der Geist Gottes kommt, dann kommt eben Kühnheit, dann kommt Kraft. Darum haben Christen im Kolosseum in Rom, im Angesicht der wilden Tiere, die sie gefressen haben, die sie umgebracht haben, haben sie können dort stehen, Hand heben, in den Himmel aufschauen und Gott loben und preisen, weil der Geist vor Kühnheit auf ihnen war. Und der Geist vor Kühnheit wohnt in dir drin. Und Gott sagt, gang und nimm das Land ein, das ich dir geben will. Ich möchte Ihnen noch den letzten Film zeigen. Das ist einer von Ruanda. Wenn nicht Christen mutig gewesen wären in Ruanda, 1994, in 100 Tagen, haben Hutus und Tutsi, 1 Million Menschen sind umgebracht worden, brutal abgeschlachtet worden. Und Christen sind die gewesen, die gegangen sind in Gefängnis und haben Versöhnung predigt, so dass die Mörder auf Knie gegangen sind, geweint haben, zu den Familien nach Hause gegangen sind und um Vergebung gefleht haben, dort, wo sie das Unheil angerichtet haben. Und jetzt ist Heilig reingekommen in das ganze Land. Heute ist Afrika, heute Ruanda in Afrika, das Land, das sauberste und der sicherste Land überhaupt. Es ist so ein geistlicher Hunger im Land, dass Menschen, die sich zu Dutzenden, zu Hunderten bekehren, ist so einfach wie Kaffee trinken. Kranke, die gesund werden, ist so einfach wie Wasser trinken. Bis zum Schluss, einfach kurz in den Film. Welcome to Rwanda, my beautiful motherland, the cleanest and the safest African nation, the home to a thousand hills and the heart of Africa. The great miracle that happened in Rwanda is the reconciliation and forgiveness after genocide through the partnership of the church and through the gospel that is being shared. There is a great spiritual hunger in this nation. Come and experience mission life and see how God is transforming lives. Just like Paul was brought from Asia to Europe, we call you from Europe to Rwanda to come and serve with us. And also, there is a great black community because of poverty. I promise you, your life will never be the same. You come and serve with us. Den ganzen Abend lang etwas über mutige Leute gehört, über Kraft und Wort Gottes. Jetzt möchte ich etwas Mutiges machen und ich möchte euch herausfordern, mutig zu sein. Und für das müsst ihr jetzt eure Augen schließen und eure Herzen öffnen. Und wenn du heute Abend da bist und du hast jetzt so viel von dem Jesus gehört, aber du hast noch keine persönliche Beziehung zu dem Jesus, aber du möchtest sagen, jawohl, ich will dich als mein Gott, mein Herr und mein Heiland in mein Leben aufnehmen. Und du das von ganzem Herzen möchtest und du das noch nie gemacht hast, wir schauen das nicht umeinander. Es ist wirklich etwas zwischen dir und zwischen Gott. Dann heb doch bis Gott jetzt einfach deine Hand auf und zeig es mit deiner Hand. Jawohl, danke vielmals. Danke. Halleluja, danke schön. Es braucht Mut ein bisschen, aber wir schauen ja nicht umeinander. Es ist etwas, wo Gott im Himmel auf dich aber schaut. Wunderbar. Ich möchte auch ein einfaches Gebet sprechen. Wenn du deine Hand oben kriegst und es sind ein paar Hände oben gewesen, dann tu einfach in deinem Herzen nachher beten und nachher gehen wir in die Zeit vom Worship rein. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du für mich dein Leben gelassen hast. Danke, dass du gestorben bist und verstanden bist. Du hast meine Sünden ins Kreuz aufgetragen. Ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld, alles, was schiefgegangen ist in meinem Leben. Wäsch mich rein mit deinem Blut. Mach, was scharlachrot ist. Jesus, mach es schneeweiß. Komm als König in mein Leben, Jesus. Sei du Herr und Gott von meinem Leben. Allen anderen Gottheiten sage ich ab, Jesus. Schreib meinen Namen ins Buch vom Leben und gebrauch mein Leben als ein Werkzeug für dich. Gebrauch mein Leben, dass du verherrlicht wirst.
Und Vater, in Jesu Namen bitte ich dich, erfüll mich mit der Kraft von deinem Heiligen Geist und schenk mir das neue Leben in dir und schenk mir das abenteuerliches Leben in dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen. Und danke vielmals, ihr dürft den Tag wieder heben. Danke für deinen Mut. Es braucht Mut. Mutige Menschen folgend einem unsichtbaren, aber einem lebendigen Gott nach. Und ich danke dir, dass du den Mut hast, deine Hand aufzuheben. Noch mutiger bist, wenn du eine Gebetsgruppe oder eine Bibelgruppe besuchst. Du musst geistliche Muskulatur zulegen. Du musst ein Schwarzenegger in Jesus werden. Du musst so richtig fette Muskulatur ansetzen. Geistliche Muskulatur. Und das passiert nur, wenn man das Wort Gottes lernt und zunimmt und isst und meditiert darüber und mit anderen Gläubigen unterwegs ist. Okay, wir können uns nochmal. Danke vielmals, Sascha. Wie immer sehr, sehr inspirierend. Geben wir ihm einen herzlichen Applaus. Ja, wie wir im Punkt 8 gibt es einen kurzen Instrumental Part, wo ihr einfach könnt die Worte vielleicht sacken lassen, das, was ihr heute Abend gehört habt, dürft ja, in euch reflektieren oder eben meditieren, wie wir gehört haben, darüber nachdenken, im Gebet vor Gott bringen. Ihr habt aber auch Gelegenheit, wenn ihr wollt, sollte es bei den meisten, ich weiß nicht, ob es bei allen einen hat, weil so viele da sind, sollte es so eine Karte da haben, wo man kann Fragen drauf schreiben kann. So Kreuzverhörfragen, oder die auch online dabei sind, oder auch ihr könnt so einen QR-Code, kann man das scannen und dort eine Frage stellen. Also wenn ihr noch dringende Fragen an Sascha oder nicht persönlich fragen, dürft ihr das nutzen. Ja, ich lade euch zum Aufstehen. Wir singen noch einen Song, der heißt Waymaker. Ja, lass uns zusammen nochmal vor Gott kommen. Nicht einfach ein Lied singen, sondern wirklich im Glauben. Ja, gerade das Lied nutzen, unseren Glauben dafür ausdrücken. Das heisst auch in dieser Bridge: Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Also auch wenn ich es nicht sehe oder auch wenn ich es nicht fühle, du wirkst trotzdem. Und das ist doch gerade eine gute eine Nachricht oder einen guten Text, den wir dürfen, im Glauben singen dürfen, mutig und stark sein. Miracle worker, promise.
every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise. Feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
dich wunderbar. Wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht wunderbar. Starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung. Du bist wir kommen zum Kreuzfeuer. Zuerst einmal danke vielmals für deinen Input. Ich glaube, du hättest noch viel mehr erzählen können und ich glaube, wir hätten alle auch noch gerne weitergelassen. Wirklich sehr spannend und ermutigend gewesen. Danke. Schön. Excuse für das Überziehen, aber... danke. Merci vielmals. Danke vielmals. Also die erste Frage wäre, wie und warum du mit der Mission angefangen hast? Ich bin im Engadin ein frustrierter Pastor gewesen. Ich habe gebetet und gemacht, es ist überhaupt nichts passiert, wie ich hätte wollen. Das ist die andere Seite der Medaille. Und dann ist einer gekommen und hat mich mit auf ein Missionsfeld genommen. Die erste Reise war auf Rumänien, die zweite auf Bulgarien und die dritte Reise war die Bibelschmugglerreise in den Iran gewesen. Und das war richtig spannend gewesen. Und dort hat es mir den Ärmel hineingenommen. Spannend. Dann ist es gerade nochmal angekommen. Warum lässt Gott Christen leiden? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich meine, im Glaubenskapitel von Hebräer 11, da heißt es, mit dem vollen Glauben, Vertrauen in Gott, haben sogar Frauen ihre verstorbenen Männer zurück ins Leben bekommen. Mit dem exakt genau gleichen Glauben hat man andere beerdigt, weil sie verfolgt worden sind, mir hat sie umgebracht wegen ihrem Glauben. Wieso lässt das Gott zu? Das ist eine gute Frage, kannst du mal fragen im Himmel, wieso er zugelassen hat. Aber man muss auch sagen, überall wo Verfolgung ist, überall wo Blut geflossen ist, wo Märtyrer gestorben sind, hat es der Boden für das Evangelium vorbereitet. Und in den Ländern, wo ich unterwegs bin, sind aufgrund von der Verfolgung, haben sich Christen angefangen zusammenzutun und haben in Einheit angefangen zu beten, weil sie nicht gewusst haben, ob sie die Nächsten sind, die drankommen. Und das Gebet ist immer der Motor für geistliche Aufbrüche gewesen. Und mir persönlich ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt ein Jahr früher oder später heim in der Herrlichkeit gehe. Die Zeit auf Erden ist eher kurz. Mir ist es wichtig, dass ich im Willen von Gott bin. Und wenn ich im Willen von Gott bin und im Willen von Gott umkomme, wie der Paulus würde ich sagen, mein Sterben ist mein Gewinn. Aber das bin ich vielleicht... ich weiß, der Durchschnittsschweizer denkt vielleicht nicht so, aber wo Verfolgung ist, ist geistlicher Aufbruch. Und es ist so genial zu sehen, wenn Tausende zum Glauben an Jesus kommen, wenn Zeichen und Wunder passieren, wenn das Übernatürliche da ist. Ja, das ist dann auch die Frucht von denen, die gestorben sind. Und die gestorben sind, lesen in der Offenbarung, was die für gewaltige Zusage haben. Das gehört dann eben auch dazu. Genau, und dann wäre die letzte Frage eigentlich noch, du bist ja Leiter von der AVC, wie triffst du in diesen, du hast ja vielfach schwierige Situationen, wie kannst du die richtige Entscheidung treffen und was hilft dir dabei? Also es hilft, dass man mal ein gutes Team hat, Einheit ist etwas Wichtiges, schwierige Sachen diskutiere ich immer im Team, dann wird darüber gebetet, Jesus sagt, und das gilt für uns alle, meinen Frieden gebe ich dir, meinen Frieden lasse ich dir. Solange der Geist Gottes mir Frieden aufs Herz gibt, da kann ich gehen. Ich tue auch mit meiner Frau zuhause, wird gebetet und dann, Frauen sowieso die feineren Antennen als wir Männer, oder? Aber wenn meine Frau Frieden hat, dann gehe ich, weiß, wo ich mal in den Iran müssen, da hat es geheißen,
Es ist gerade ein bisschen schwierige Zeit, kommt gescheiter nicht. Und dann habe ich gebetet mit meiner Frau. Meine Frau sagt, ich habe Frieden gehabt, ich bin gegangen, es ist gut gewesen. Das nächste Mal haben sie mir an gesagt, jetzt musst du unbedingt kommen, es ist alles ruhig und so. Wir haben gebetet, wir haben keinen Frieden gehabt. Ich bin nicht gegangen. Zwei, drei Wochen später haben sie 72 Leiter festgenommen. Der letzte ist nach 5 Jahren aus dem Gefängnis rausgekommen. Also man muss sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Das ist der Heilige Geist, der mit dir ist. Mit dem musst du näher unterwegs sein. Dann ist es spannend und dann ist es aber auch sicher. Jetzt ist noch mal eine Frage reingekommen. Nämlich, ich habe das Gefühl, dass Gott Unmögliches mit meinem Leben vorhat. Er hat mir viele Träume dazu geschenkt. Wie soll ich das anpacken? Wird ganz praktisch, hör auf Träume und wird praktisch. Komm mit uns auf Missionsreise, komm mit uns, wo auch immer hergegangen, auf unsere Webseite. Du kannst mit uns oder mit anderen kannst unterwegs sein. Ich habe auch geträumt. Ich bin ein Träumer in der Schule. Ich bin immer an der Seite vom Fenster gewesen. Und ich habe schon als 8- und 9- und 10-Jährige habe ich geträumt. Heute lebe ich das, was ich als Kind geträumt habe. Verstehst du? Träume sind schon Sachen, die Gott auch zum Teil in unser Leben hineintut. Aber gib deinen Träumen Hand und Fuß. Geh mal für einen Kurzzeit-Einsatz. Geh schnuppern, ob Mission etwas für dich ist. Dort, wo du daheim bist, in deiner geistlichen Heimat, geh zu der Leiterschaft und sag, da sind zwei Füße, da sind zwei Beine, da sind zwei Hände. Da bin ich, brauche mich für was auch immer, was du willst. Dien dich nach oben. Die demütig sind, denen lässt es Gott klingen. Die, was heisst bei den Dienern? Der Größte unter euch soll der Diener von allen sein. Das heisst nicht, dass du eine Medaille bekommst, aber der Größte heisst, ich rüste dich nachher aus mit der meisten Autorität und Vollmacht und Salbung und Schmiere, um genau das zu machen, was Jesus auf dieser Erde getan hat vor 2000 Jahren. Hilft das? Vielleicht noch schnell, wie kann man jetzt für jemanden, der da rein sitzt und sagt, okay, Ruanda ist jetzt, oder Afrika ist jetzt nicht gerade etwas für mich, wie kann man AVC am besten unterstützen? Also, es sind 365 Millionen verfolgte Christen. Für die musst du beten. Das Gebet kommt bis in die hintersten, letzten Kerker und Folterkeller rein, wo die Christen brutal leiden. Dort kommt das Gebet rein und haben viele von diesen Christen nur überlebt, weil andere gebetet haben. Du kannst beten, du kannst mit uns auf Missionsreise kommen, an einen anderen Ort her, du kannst uns auch mitfinanzieren. Ich komme nicht da zum Betteln, mache ich nie, aber natürlich ein Teil von diesen 11 Millionen, die wir pro Jahr verteilen und in die Welt rausbringen. Wir sind nur Durchlauferhitzer, aber das Geld kommt meistens von etwa 6.000, 7.000 Unterstützer, die da an einem Gottesdienst mal gesehen sind und zugelassen haben und gefunden haben, die machen es gar nicht so schlecht. Und dann haben sie angefangen, einfach einzahlen und mit unterstützen. Aber das ist ein Teil davon. Das andere ist, komm mit aufs Missionsfeld raus. Es gibt einen Haufen andere Angebote. Dort hinten hat es so viele so Reports. Nehmen die mit, die sind gratis, mit spannenden Geschichten. Ja. Sehr gut, danke vielmals, Sascha. Okay. Genau, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu einem längeren Infoteil heute Abend. Der nächste Punkt 8 ist am 24. Mai mit Barbara Benz. Genau, sie ist Gedankencoach und Autorin. Ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht genau, wer ist jetzt der Gedankencoach. Ich bin heute mal ein bisschen nachlesen gegangen. Sie ist eine Frau, die, glaube ich, ganz herausfordernde Vergangenheit hat und da ganz viel, glaube ich, Spannendes zu erzählen hat und jetzt eben mittlerweile, glaube ich, schon länger mit Gott unterwegs ist. Und gehen Sie doch auch mal googeln. Ich habe herausgefunden, auch schon das letzte Mal, es tut gute Leute, wenn man nicht weiss, was ist, schon mal hören gehen, schauen gehen. Und dann findet man mega spannende Inputs und weiss auch, wer da kommt. Und sonst, wenn ihr keine Lust habt, zum Vorne zu schauen, kommen wir doch an dem 24. Mai einfach wieder in Punkt 8 Gottesdienst. Genau, und neben dem AVC gibt es natürlich weitere ganz coole Hilfswerke. Eins, das ich euch sicher auch ans Herz legen kann, ist Kinderwerk Klima. Das ist ein evangelisches Hilfswerk, das sich auch in Südamerika und Afrika bei Schulen einsetzt und am Abend nach dem Schulunterricht eigentlich noch für die Kinder da ist, dass auch Freizeitangebote geschaffen werden können, wo man sich dann auch persönlich kennenlernt, wo dann auch die Kinder, die teilweise auch verletzt worden sind, ja, da offen dürfen sein und auch den Glauben dürfen, gerade lebendig erfahren dürfen. Genau, und für das hat es jetzt auch wieder Kärtchen, wie das letzte Mal mit dem Brunnen dort. Das muss ich vielleicht wieder sagen können. Hey, ich ermögliche vielleicht ein Kind oder zwei Kinder. Eben ein Kind sagt, ungefähr 50 Franken ist eine Freizeit, die man dem Kind ermöglicht. Oder Jugendlichen. Und vielleicht sagen, hey, ich würde ein Kind oder zwei Kinder unterstützen, dann wieder irgendwo anpinnen. Und dann vielleicht spätestens bis Ende Jahr da wieder einlösen können.
Genau, wir sind immer mega froh um Leute, die helfen. Es sind auch immer wieder neue Gesichter da. Etwas, was momentan drinnen ist, wäre wirklich das Aufstellen. Da wäre ab 6:30 einmal da, wo man zum Beispiel die Tischli aufstellt oder die Lampe oder draussen zum Beispiel die Feuerschale rausnimmt und anzündet. Das sind kleine Sachen, aber irgendjemand muss das machen. Und da wären wir undankbar, wenn es 2-3 gibt. Je mehr das sind, desto mehr kann man es aufteilen. Und dann müssen wir wirklich vielleicht einmal pro Jahr kommen. Es ist nicht jede Woche braucht 8 Gottesdienst. Und so können wir die Sachen einfach am Laufen heben. Und sonst eben ist vielleicht die Feuerschale halt mal nicht, weil man einfach nicht dazukommt. Oder heute haben wir auch gemerkt, die einen sind krank geworden und. Und dann ist wir dann gleich nicht so eine grosse Gruppe. Darum ist es cool, wenn noch ein paar mehr dazu kommen. Genau. Es gibt immer sehr feine Pizza. Bevor alle hier eintrudeln, gibt es noch Pizza Blanche. Und da ist noch ein kleiner Clip von Paraguay und Burundi. Ziel ist es, armen Kindern die Liebe Gottes weiterzugeben. Sie sollen über eine gute Bildung Chancen fürs Leben bekommen. Zurzeit besuchen insgesamt über 5000 Kinder unsere Schulen. Dazu gehören Kindergarten, Schule und Berufsausbildung. Ziel des Konzeptes ist es, auch immer wieder Freizeiten für die Kinder durchzuführen. In einer anderen Umgebung und einem fröhlichen Programm lernen sich Lehrer und Schüler von einer anderen Seite kennen. Bei den Andachten werden wichtige Themen wie Identität, Beziehungen, Sucht oder Sexualität besprochen. Wenn wir abends mit den Jugendlichen zusammensitzen und ihnen erzählen, wie wir selbst mit Problemen in unserem Leben umgehen, öffnen sie sich und lassen uns teilhaben an dem, was sie beschäftigt, sagt Schulpastor Edgar Milan. Auf den Freizeiten geschieht es immer wieder, dass Jugendliche neuen Mut fassen, sich und anderen vergeben und mit Gottes Hilfe einen Neuanfang machen. Damit die Kinder dabei sein können, muss die Schule den Hauptteil der Kosten übernehmen. Für die Miete des Geländes, die Fahrt dorthin, die Verpflegung und die Durchführung des Programms rechnen wir pro Kind mit Kosten von 50 Franken. Danke, wenn ihr uns darin unterstützt, Kindern diese spezielle Erfahrung zu ermöglichen. Genau. Also es ist viel mehr wie einfach ein bisschen Freizeit, wie man es bei uns kennt. Und da wäre wieder der Freizeitometer, nicht mehr der Bonometer, sondern der Lugmeter ist sehr kreativ. Genau, das ist eben für die Freizeit zu ermöglichen, wo einfach viel mehr ist als nur Freizeit. Dann noch das Letzte von meiner Seite oder von unserer Seite ist, falls ihr gerne möchtet, in Punkt 8-Chat reinkommen, um den Punkt 8 können weiterzuleiten, gewährt auch den QR-Code zum Werbung machen. Also da kommt keine Infos raus, es kommt einfach einmal eine Woche oder so oder ein paar Tage vorne, kommt in den Chat einmal der Text und dann kann man es eben anderen Leuten so verteilen. Also wer Lust hat, um den Leuten auch, dass es ein bisschen gespreadet wird, soll sich doch da in den Punkt 8 reinkommen, Chat und da in die Welt austragen, dass mehr Leute von Jesus dafür hören, wo der Punkt 8. Genau, es hat dort oben sogar noch ein bisschen Platz für noch ganz, ganz viele weitere und auch da vorne. Dann kommen wir jetzt zum letzten Worship-Song. Meine Freude, Gott ist meine Hoffnung,
Gott ist meine Zuversicht. Du bist meine Stärke. Du bist meine Freude. Gott ist meine Hoffnung. Gott ist meine Zuversicht. Du bist meine Stärke. Du bist meine Freude. Gott ist meine Hoffnung. Gott ist meine Zuversicht. Du bist der Fels, wo ich drauf kann stehen. Du bist der Gott, wo ich mich drauf verlasse. Du bist die Zukunft, wo ich reingehe. Ja, ich lauf mit Zuversicht und helfe, wie du findest du. Ja, meine Seele läuft sich mehr durch. Damit wir mir überwinden. Du lauf mit. Ich warte, bis er sitzt und dann können wir nochmal aufstehen. Lass uns doch noch um den Segen glauben. Wir müssen, die Bibel sagt, wir müssen nicht mal um den Segen bitten, weil die Bibel sagt, ihr seid, wenn ihr Christus habt, seid ihr gesegnet mit der Fülle von den Segnungen von der Himmelswelten. Und Jesus, wir entscheiden uns, den Segen im Glauben in Anspruch nehmen, damit andere Menschen dich dürfen kennenlernen. Herr, ich danke dir auch, dürfen wir im Glauben unsere Kinder segnen, die heim. Unsere Ehen segnen, Herr. Danke, Jesus, dürfen wir jetzt die segnen von da, die vielleicht krank sind, die ein Gebrechen haben. Herr, wir sprechen Heilung und Wiederherstellung und Segen über sie aus. Krank soll gehen und gesund soll kommen. Und ich segne euch auch im Namen Jesus Christus, dass ihr dürft mit Freude in das Wochenende und mit Freude in die nächste Woche hineingehen. Weil Gott hat dir gesagt, sei nur mutig und stark, denn ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Alle Tage bis zur Weltende. Amen. Schönen Sonntag.